Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem Undead Legacy Special. Undead Legacy, eine 7 Days to Die Mod. Und ja, pünktlich zu diesem Special bricht die Sonne bei diesem schlechten Wetter auch durch. Ja, womit möchte ich mich heute beschäftigen? Beschäftigen möchte ich mich heute mit dem Thema Waffen in Undead Legacy. Wenn man mal so schaut bei den Waffen und Werkzeugen, gibt es eine ganze Menge, was hier eine Besonderheit auch in Undead Legacy ist. Das fängt zum Beispiel damit an, dass man hier auch diverse Alltagsgegenstände im Kampf verwenden kann, wie ein Nudelholz oder einen Tennisschläger oder auch ein Ruder. Und das zu Beginn des Spiels und auch im weiteren Spielverlauf ganz approbate Mittel sind. Und ihr seht hier unten, ich habe mir mal so ein paar Fernkampfwaffen vorwiegend ausgesucht, die ich mir mal näher anschauen möchte und die ich auch einfach mal ausprobieren möchte, so rein aus Spaß an der Freude. Und hier, wie gesagt, mal so eine Übersicht, was es so alles an Werkzeugen und Waffen gibt in Undead Legacy. Einiges davon gibt es natürlich auch in der Vanilla-Version oder im Basisspiel von 7 Days to Die oder auch in anderen Mods. Ich scroll hier einfach nur mal so grob durch. Da sind jetzt auch die Werkzeuge mit da drin. Also wie gesagt, verschiedene Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen, Alltagsgegenstände. Ja, hier ist das sagenumwobene Paddelkamm. Das nehme ich mir nochmal mit raus. Das kann ich gleich wenigstens mal in die Hand nehmen, dass wir uns das mal angucken können. Und ja, verschiedene Hämmer, Äxte, Schwerter, ja, ist alles Mögliche dabei. Und ja, was die Werkzeuge angeht, da kommen wir dann vielleicht nochmal in einer anderen Folge dazu. So, ich habe mir jetzt hier einfach mal erstmal die Alltagsgegenstände mal so ein bisschen ins in den Werkzeuggürtel einfach reingepackt, nur dass man es mal sehen kann. Also hier das berühmt-berüchtigte Nudelholz, da kann man schön die Zombies mit durchwalken oder hier mit dem Tennisschläger, wobei ich es irgendwie geiler fände, wenn man so von der Seite, genau so, hier einfach den Kopf wegsammeln kann. Da kann man ein bisschen Zombie-Tennis spielen mit den Köpfen hin und her oder anderen Körperteilen. Ja, und hier da halt das Paddel, mit dem ich persönlich ganz gerne arbeite im Spiel. Ja, dann gibt es noch so ganz coole Waffen wie zum Beispiel, naja, cool ist falsch gesagt, die Inferno-Klinge, die wird nämlich ziemlich heiß und ja, arbeitet mit Strom und gleitet dann sozusagen durch die Gegner wie Butter, hat eine eingebaute Stromquelle, wie so auch einige andere Gegenstände in dem Spiel. Ja, muss alle 25 Jahre ausgetauscht werden. Da kommen wir dann schon mit hin. Ja, also macht schon einen schlanken Fuß, oder? Lasst mich eure Meinung gerne mal in den Kommentaren wissen und auch, ob ihr vielleicht eine Lieblingswaffe in Undead Legacy habt. Ja, kommen wir dann zu den Fernkampfwaffen, wo ich mir einfach hier mal ein paar exemplarisch rausgesucht habe, nur damit die so einfach spontan gefallen. Das ist einmal hier der Adjukator, also ein Maschinengewehr, alles hier Superior-Waffen, die man ja zum Teil im Spiel finden kann, aber sich größtenteils wird bauen müssen. Oh Gott, jetzt mitten im Gewitter. Das passt ja ganz hervorragend. So, designed with high reliability und durability. Gut, dafür höheres Gewicht. Dann hier nochmal Maschinengewehr, was so eine Verknüpfung aus Maschinengewehr und Fernkampfgewehr sozusagen ist. Dann habe ich hier noch ein besonderes Scharfschützengewehr noch dabei, Semiautomatik und dann hier auch noch zwei Raketenwerfer. Den ganz normalen Standardraketenwerfer kennt man ja. Hier gibt es aber noch einen Stinger-Raketenwerfer. Da bin ich gespannt drauf und einen Hellfire-Raketenwerfer, mit dem man auch hier Hubschrauber und Flugzeuge vom Himmel holen könnte. Vielleicht probieren wir das ja mal bei einem Airdrop und dann, mir besonders thematisch, ich mochte ja schon das große Maschinengewehr, was es bei 7 Days to Die ohnehin gibt, aber hier gibt es nochmal eine
Minigun als Maschinengewehr. Seien Sie vorsichtig, wie lange Sie den Abzug gedrückt halten, denn die verbraucht sehr viel Munition. Oh ja, das tut sie. Gut, ich möchte die Sachen natürlich nicht nur angucken und beschreiben, sondern auch ausprobieren. Und um die auszuprobieren, habe ich mir hier so eine Art behelfsmäßigen Schießstand hingebaut mit so einem kleinen Mäuerchen dazwischen, wo ich mir dann da hinten gleich ein paar Gegner organisieren werde, um die einzelnen Waffen dann auch auszuprobieren. Vielleicht warte ich vorher noch das Gewitter ab. Schauen wir mal. Ach, was soll's. Schlechtwetter hat noch niemandem geschadet und vielleicht übertönt mich ja das Gewitter ein bisschen und die Zombies lassen mich dann mehr oder weniger in Ruhe. Ich habe mir erstmal den Adjukator ausgepackt. 70 Schuss im Lauf sozusagen oder im Magazin. Da bin ich jetzt mal gespannt. So, da hinten ist auch schon eine Gruppe von Zombies. Huch, wo kommen die denn plötzlich her? So, lass mal gucken. Okay. Ah, da geht auch gut die Munition durch. Okay, nicht schlecht. Reicht aber, ja gut, bräuchte ich ein bisschen mehr Munition. Macht auf jeden Fall Spaß, die Waffe. So, mittlerweile haben sich die Zombies auch wieder verzogen. Das Wetter ist besser. Und ich habe mir hier mal die AUC-1 geholt. So eine Kombination aus Maschinengewehr und Scharfschützengewehr. Und da werde ich mir vielleicht mal ein paar Zombies weiter wegspawnen und mal gucken, wie gut die sich hier mit diesem optischen Designstück wegsnipern lassen. By the way, der DAX ist hier halb nackig unterwegs. So, schauen wir mal. Huch. Die Zombies sind in die falsche Richtung gelaufen. Moment. So, jetzt schauen wir mal. Noch ist das ein fröhliches Picknick da hinten. Okay, ganz nett. Man muss schauen, dass wir ein bisschen näher dran sind. Aber vielleicht auch nicht zu nah. Schön ist, dass wir hier bei dem Gewehr gleich ein eingebautes Zielfernrohr haben. Fünf Schuss haben wir noch. Na, was willst du da unten noch? Okay. Keine Munition mehr drin. Gut, ja, aber soweit zu diesem Gewehr. Nicht schlecht. So, die nächste Waffe ist das LDR 63. Ist ja schon fast enttäuschend standardmäßig. Kann auch sein, dass es das in der Originalversion vielleicht sogar gibt. 9 Schuss, hat im Standard kein Zielfernrohr dabei. Wir müssen also hier über Kimme und Korn zielen. Und ich habe die Befürchtung, mit dem Gewehr werden wir nicht besonders weit kommen. Gut, wir werden das erleben. Mal gucken, was die Biker dazu sagen. Boah, das Wetter ist echt extrem wechselhaft hier. Okay, da braucht es schon 2-3 Treffer für einen von denen. Oder halt einen Treffer in den Kopf. Mal gucken, wenn er hier ganz nah dran ist. Dann sollte man ihn vielleicht auch treffen. Okay, naja. Der Spaß mit dieser Waffe. Sofern man denn Spaß mit Waffen haben kann, ist ja nur ein Spiel. In Grenzen. Ach du liebe Zeit. Ach du liebe Zeit. Agatha, die Puppe kotzt. So, zum Glück habe ich die Möglichkeit, diesen Spaß auch ganz schnell wieder zu beenden.
Die nächste Waffe im Bunde ist der Stinger-Raketenwerfer, wo wir jeweils nur einen Schuss haben. Gut, ist ziemlich klar bei einem regulären Raketenwerfer. Ich denke mal, das ist bei dem Stinger-Gerät gleich ein bisschen anders. Ja, schauen wir mal, was passiert, wenn wir davon eine in einen Pulk Zombies schießen. So, da sind sie. Guten Tag. Ui! Es sind zwar alle Zombies fliegen gegangen, aber es hat nicht alle Zombies dahin gerafft. Aber jetzt fallen sie wieder um, wie die fliegen. So, ich habe es uns mal ein bisschen heller gemacht. In diesem Gewitter. Gibt gleich einen schönen Regenbogen. Und habe hier jetzt mal die Hellfire im Anschlag, die ja vier Rohre eingebaut hat, nicht auch viermal schießen kann. Vielleicht bekomme ich damit eine Gruppe Zombies gemeuchelt, zumindest solange die noch relativ nah beieinander stehen. Schauen wir mal. Schaut auch cool aus, wenn man das Teil so auf der Schulter hat, oder? Okay, los geht's. So, schauen wir mal, wenn die näher rankommen. Ach du lieber Gott. Oh, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht selber töte. Okay. Er macht schöne Löcher in Zombies, der Hellfire-Raketenwerfer. Aber auch schöne Löcher in die Umgebung, die man dann danach wieder mit dem Mutterboden zuschaufeln darf. Oder man verdrückt sich schnell und tut so, als wäre nichts gewesen. Ja, und last but not least für die heutige Folge schaue ich mir noch die Minigun an, auf die ich ganz besonders gespannt bin. Und da werde ich vielleicht auch einfach mal ein paar Zombies mehr auf den Plan rufen. So. Schauen wir mal. Weiß nicht, wie oft ich in der Folge schon schauen wir mal gesagt habe. Himmels Gottes Willen hier. Okay, es verbraucht unglaublich viel Munition. Die Minigun macht aber sehr viel Spaß. Ja, und man kann mit ausreichend Munition vorausgesetzt, ja, ganze Horden im Alleingang aufhalten. Ja, und wer Undead Legacy kennt, der weiß, dass man mit Munition nicht gerade überschüttet wird im Spiel. Aber das ist schon mal eine ganz coole Kanone und ja, wenn ihr Lust habt, vielleicht mal irgendwann weitere Waffen zu sehen, sagt mir gerne, welche im Speziellen. Dann schiebe ich da gerne noch mal eine Folge nach. Ansonsten ist es das nun gewesen an dieser Stelle und ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.